So, hier habe ich das Elite Force EF601 Arbeitsmesser. Finde ich sehr nice, weil, also ich sage euch erstmal so die Abmessung, das hat Gesamtlänge 206 mm, Gewicht 161 Gramm, Klinglänge 81 mm, 420er Stahl, Nylon-Etui, und dann kann man da auch noch Bits einsetzen. Ich glaube, es sind sogar beidseitige Bits dabei. So, das kommt in Müll, das kommt in Müll, das kommt in Müll. So, dann hätten wir hier das Arbeitsmesser drin. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, weiß nicht, ob da jetzt Bits bei sind. Ich glaube schon. Was sagt's? Ja, sind's. Hier hätten wir einmal Schlitzbits. Schlitzbits. Und ha, da haben wir schon das erste Problem. Ich hasse es. So, jetzt geht's schon wieder. Ich muss das nur überreden. Und hier hätten wir einmal Torx-Bits. Beidseitig. Welche man dann hier hinten reinstecken kann. Wenn sie reingehen. So, zack, jetzt geht's rein. Fertig. Schon hat man sogar ein paar Bits immer dabei. Das finde ich ist eine coole Erfindung. Du, es ist. Ist gut gemacht, wenn die Bits jetzt nicht von alleine rausfallen würden, wäre das noch cooler, aber es ist ja egal, dafür hat man ja das Etui dabei. Dann hat man hier. Oh, da geht's weiter. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Dann hätten wir hier noch Kreuzschlitzbits in Schwarz. Wieder reinstechen. Und dann haben wir hier auch noch. Oh, wie nennt sich das? Imbusbits. Kriege ich jetzt auch nicht raus, bin ich zu blöd, muss ich mich erstmal befassen. Weil irgendwie, ja, muss man halt nur ein bisschen stärker drücken. Das ist jetzt schon mal ganz nice, weil Kreuz, Torx, Imbus, finde ich eine coole Erfindung. Also nicht eine coole Erfindung, sondern dass es bei dem Messer direkt dabei ist. Dann hat man hier einen Griff, dass man das vernünftig fassen kann. Hier, Messer dran. Also kostet aktuell grandiose 4,90 €. Ich finde ich ist für den Preis auf jeden Fall korrekt. Und wenn die Bits dann noch ein bisschen ein paar Tage halten, dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. So ein Messer, also das finde ich jetzt schon mal ganz nice. Upsala, müssen wir es ab. Zack. Nee, aber das ist cool. Also das ist cool. Und für den Preis. Muss ich sagen, es ist wirklich gut. Ist auch ein Magnet drin, dass sie auch ein bisschen was aushalten. Doch, das ist gut. Und das jetzt noch, kann man das noch zur Seite bewegen, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Das wäre ja auch zu viel verlangt, das ist so vollkommen ausreichend. Kann man schön als Schraubendreher benutzen oder was auch immer. Ich sag mal so, um nur so ein bisschen so am Auto zu werkeln oder so, oder ein paar Lautsprecher einzubauen oder was auch immer. Kann man sicherlich für eine Menge benutzen, wenn man nicht gerade einen Akkuschrauber oder so zur Hand hat. Das ist das vollkommen okay. Ich werde euch, fasst sich auch gut an. Was hat es für ein Gewicht? Habe ich wahrscheinlich schon gesagt, aber ist egal, 161 Gramm. Ja. Also ich finde es gut. Hat auch 4 von 5 Sternen. Wie gesagt, also für den Preis finde ich das richtig gut. Ich werde euch das Teil, ich habe es ja auch schon jetzt oft genug gesagt, dass ich es gut finde. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall unten verlinken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen da, hoch oder runter, ist beides vollkommen korrekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.